Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte jetzt hier zeigen, wie man bei Google Drive Tabellen absolute und relative Zellbezüge verwenden kann. Man spricht doch statt Zellbezügen auch von Referenzen. Ich habe hier bereits in dieses Tabellenblatt, ich habe das jetzt hier Zellbezüge genannt, hier bereits Zahlen eingegeben und ich möchte jetzt hier dir ein Beispiel zeigen für relative Zellbezüge. Als erstes möchte ich hier mal diese Zahlen hier addieren. Ich füge wieder das Gleichzeichen ein, wähle mir den Wert dieser Zelle, drücke ein Plus, nehmen wir dann die nächste Zelle und drücke Enter und habe jetzt hier einen Wert von 8 erreicht. Wie du dich ja noch erinnern kannst, kann ich hier dann diese Autovervollständigung, diese Autofunktion nehmen, indem ich hier den Anfasser nehme, fahre dann herunter. Schauen wir dann an, was er ausrechnet. Und 16 sind in dem Fall, wenn ich mir die Formel anschaue, ist in dem Fall hier in dieser Zeile 5. Und in der Spalte B habe ich hier den Wert von 2, also B5 plus C5 plus D5 plus E5 ergibt dann 16. Wenn wir uns das anschauen und die immer oben mit vergleichen, hat sich in dem Fall hier dann eine Angabe verändert, nämlich die Angabe dann in dem Fall für die Zeile. Dem eben dann relativ praktisch zu dem, was wir vorgehabt haben, wurde dann hier praktisch dann die Zeile dann ersetzt. Das wäre ein Beispiel für einen relativen Zellbezug. Um es noch deutlicher zu machen, möchte ich jetzt einen absoluten Zellbezug zeigen. Und das bedeutet, dass bei den Funktionen auf eine bestimmte Zelle verwiesen wird, die absolut gleich bleibt. Das möchte ich dir hier zeigen. Und dazu füge ich jetzt klicke ich jetzt hierher, ich habe jetzt hier diese Spalte markiert, mache jetzt rechte Maustaste und füge jetzt dann links davon eine neue Spalte dann ein. Und durchschaut es dann so aus, das wandert dann alles dann weiter herüber. Schauen wir, ob die Formel auch mitgegangen ist. Ja, tatsächlich, der erste Eintrag hier, C4, ja, ist weiter dann C4. Das heißt, das hat hier unser Tabellenkalkulationsprogramm, Google Drive Tabellen, hat das automatisch dann hier ersetzt. Und wenn ich jetzt hierher gehe, hier zum Beispiel Wertdoppelpunkt mache und hier einen Wert einfüge, kann ich jetzt hier Folgendes machen. Mache wieder ein Gleichzeichen. Möchte jetzt dann hier zu dem Ergebnis in dieser Zelle, möchte ich dann dazu zählen das Ergebnis hier in dem Fall von B4. Drücke hier Enter und habe dann 8 plus 4 ist 12. Wenn ich jetzt hier so weiter vorgehen würde, dass ich hier wieder den Anfasser verwende, wie ich es hier vorhin gehabt habe, bei dieser relativen Methode, das heißt, relativ kopiere und dann nach unten ziehe, werde ich drauf kommen, dass sich da vom Ergebnis her, aber da ist nichts mehr, da praktisch das Ergebnis gleich bleibt. Denn, wenn ich mir die Formel hier anschaue, habe ich hier ja dann G5 und G5 wäre dann hier dieser Wert, aber das Plus bezieht sich dann, das B5 bezieht sich hier auf eine Zelle, die keinen Wert beinhaltet. Und so geht das Ganze dann eben dann herunter, wie sich hier dann wäre und wo dann die Formel immer lautet G13 plus B13. G13 wäre hier zu finden und B13 hier. Das wäre also nicht erwünscht. Das heißt, ich brauche hier einen absoluten Zellbezug. Ich lösche das jetzt hier mal. Und diesen absoluten Zellbezug erreiche ich, wenn ich mir diese Formel hier nochmal anschaue, indem ich dann hier B4 absolut setze. Das heißt, bei einer Autovervollständigung bzw. einer Autofunktion, das mache ich hier durch diese Dollarzeichen, wird dann dieser Wert, der vorher mit einem Dollar gekennzeichnet wird, dann nicht mehr verändert. Das heißt, hier bleibt es noch dasselbe Ergebnis, aber wenn ich dann hier weiter runtergehe und das herunterziehe, verändert sich dann tatsächlich hier der Wert. Es wird dann immer jeweils dann 4 dazugezählt und wir kennen es dann auch an der Formel. Es wird hier immer B4, weil das Dollar jeweils davor steht, wird dann immer gleich belassen. Und damit hast du jetzt ein Beispiel für absolute Zellbezüge. Hier haben wir ein relatives gehabt, also ohne das Dollar. Und hier haben wir ein Beispiel dann für einen absoluten Zellbezug. Das heißt, der Wert, der Bezug auf diese Zelle hier bleibt immer gleich, bleibt absolut. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.